Ich will ein Baumhaus bauen. Ich habe hier einmal meine Idee aufskizziert und habe hier das komplette Baumhaus gezeichnet. Ich habe die einzelnen Materialien nummeriert und habe die Materialien hier in meiner Materialliste aufgeführt. So kann ich genau festlegen, ich benötige Kanthölzer so und so viel Stück in der und der Stärke. Das setzt sich fort über Bretter, Schrauben, Bolzen und so weiter. Komplett für das Haus. Hier habe ich mir eine Werkzeugliste erstellt. Das geht los vom Zollstock über den Hammer, über Nägel und so weiter. Ich habe hier einmal rausgenommen die Wasserwaage, die Schlauchwaage und den Messschieber. Wenn Kinder mit dabei waren, die wollten wissen, was ist eine Wasserwaage, was ist eine Schlauchwaage und was ist ein Messschieber. Darauf möchte ich aber später nochmal eingehen. Bei meinem Projekt gibt es ein Problem, ich habe keinen Baum. Also muss ich mir eine Alternative suchen. Die Alternative ist eine Arbeitsbühne. Also werde ich dieses Baumhaus in Anführungsstrichen auf eine Arbeitsbühne montieren. Mit einer Wasserwaage überprüft man, ob Flächen waagerecht sind oder ob Flächen senkrecht sind. Das erfolgt über diese Libelle. Die Wasserwaage hat diese Libelle. Das ist ein Glasröhrchen. Das Glasröhrchen ist mit Wasser gefüllt. Und darum, da drin wiederum ist eine Luftblase eingeschlossen. Wir sehen auf dieser Libelle zwei Markierungen. Steht die Luftblase zwischen den beiden Markierungen, ist mein Werkstück oder in diesem Fall mein Tisch in Waage. Oder ich halte meine Wasserwaage senkrecht an und kann anhand dieser Libelle überprüfen, ob mein Werkstück oder was auch immer im Lot ist. Wasserwaagen waren früher ein Stück Holz mit der jeweiligen Libelle. Heute hat man verschiedene Materialien wie Aluminium, Kunststoff. Wie gesagt, Wasserwaagen gibt es in verschiedenen Längen und Ausführungen. Um Nadelholz nicht zu spalten, also eine Leiste, ist immer die bessere Wahl, den Nagel abzustumpfen, indem man die Spitze ja, ein wenig platt schlägt und geht so nur sicher, dass die Leiste beim Vernageln nicht aufplatzen wird. Große Wirkung mit geringem Aufwand. Ich werde wiederum Nadelholz, möchte die Leiste verschrauben, möchte aber, dass die Schraube ja, leichtgängig reingeht. Ich habe mir ein Stück Seife mitgebracht. Die Seife feuchte ich etwas an, werde die Seife dann in die Windegänge einbringen und kann jetzt mühelos die Schraube einziehen.
Die Schlauchwaage ist ein durchsichtiger Kunststoffschlauch. Dieser Kunststoffschlauch wird mit Wasser befüllt. Wichtig ist, man muss darauf achten, dass sich in diesem Schlauch keine Luftblasen befinden. Der Schlauch kann ja je nach Bedarf von 15 bis 30 Meter und drüber lang sein. Das spielt keine Rolle. Jetzt hat man die Möglichkeit, mit dieser Schlauchwaage zu zweit, indem man die Verschlussstopfen rausnimmt, vom festgelegten Meterriss, in den meisten Fällen hat die Bauleitung einen Meterriss festgelegt, und dann hat man die Möglichkeit, zu zweit auf der jeweiligen Etage den Meterriss da zu übertragen, den Punkt, wo man ihn haben möchte. Denn es ist so, der Meterriss wird von der Bauleitung irgendwo festgelegt, und das bedeutet Oberkante fertig Fußboden. Wenn jetzt die Nachfolgewerke kommen, die Handwerker finden ja meist Oberkante Rohfußboden vor. Jetzt haben sie die Möglichkeit, mit dem Gliedermaßstab von dem übertragenen Meterriss kann man zurückmessen, kann die jeweilige Installation ausführen und geht nummer sicher, dass später, wenn der Bau fertig ist, wenn der Fußboden eingebracht wurde, dass man das richtige Maß von Oberkante Fertigfußboden zum jeweiligen Objekt, dass man das 100% eingehalten hat, ohne eine Laserwasserwaage oder ohne ein Nivelliergerät, kann man das mit dieser Schlauchwaage 100% umsetzen. Ich hatte darüber gesprochen, Kinder wollten wissen, was ist ein Messschieber und wie wird er gehandhabt. Ich habe hier einmal einen Messschieber mitgebracht. Ich fahre den Messschieber mal auseinander. Wir haben einmal einen feststehenden Schenkel und haben einmal einen beweglichen Schenkel. Auf dem feststehenden Schenkel, hier oben haben wir eine Skala, das sind die Millimeter. Und hier auf diesem beweglichen Schenkel haben wir hier eine Skala, das sind die Zehntel Millimeter. Jetzt kann ich mein Werkstück einspannen. Ich möchte es einmal zeigen. So, und kann hier oben ablesen die Stärke von dem Material. Ich habe aber auch die Möglichkeit, mit diesen beiden Schenkel eine Innenmessung, kann ich mir das Maß nehmen, zum Beispiel von einer Bohrung, kann ich mit diesen beiden Schenkel da rein und kann mir das Maß nehmen und wie gesagt an meinem Messschieber ablesen. Ich werde den Messschieber einmal verdrehen, da sieht man im feststehenden Teil kommt dieser Stab raus. Da kann ich eine Tiefenmessung mit vornehmen. Und zwar habe ich eine Bohrung, kann ich mit diesem Stab in die Bohrung reingehen und kann mir das genaue Maß bzw. die genaue Tiefe nehmen und kann es wiederum in meinem Messschieber ablesen. Jetzt möchte ich zum Ablesen kommen. Ich habe in meinem Fall an der Skizze Material eingespannt, die Schenkel zusammengeführt und kann jetzt die Millimeter am feststehenden Teil ablesen. In meinem Fall 1, 2, 3, 4, 5. Es ist mehr als 5. Dann gehe ich runter auf die 0, mein Nonius. Die 0 wird immer als Komma gesehen. Und gehe jetzt auf den Nonius weiter. 1, 2, 3. Und in meinem Fall ist die 3 dieser Teilstrich deckungsgleich mit dem Teilstrich vom feststehenden Teil. Also habe ich ein Maß von 5,3 mm. Ich komme noch einmal dazu, logischerweise
wenn die 0 oder der Strich vom Nonius genau mit der 5 deckungsgleich wäre. Ich hatte es schon erwähnt, die 0 wird als Komma, haben wir 5,0, also 5 mm hätten wir dann eine Materialstärke von 5 mm. So wird eine Messlehre gehandhabt. Beherrscht man eine wenige Knoten, das ist auf einer Baustelle sehr, sehr hilfreich. Die sind fest und man kann diese Knoten auch leicht wieder lösen. Der Webeleinstieg, gehe mit dem Seil darüber, lege es quer, hier vorne darüber, gehe wieder rüber, komme von unten und gehe hier durch, komme da zurück, nehme es zusammen. Und wie gesagt, habe eine schnelle Verbindung hergestellt. Zwei halbe Schläge. Das lange Ende, das kurze Ende. Nehme das kurze Ende so rüber, komme jetzt von unten nach oben so durch. Das wiederhole ich noch einmal. Kann jetzt den Knoten zusammenziehen und habe zwei halbe Schläge hergestellt. Der Perlsteg. Hier das lange Ende, hier das kurze Ende. Ich werde eine Schleife legen. Das sieht so aus. Jetzt gehe ich mit dem kurzen Ende hier rein, gehe hier drunter und komme hier wieder zurück und kann jetzt zusammenziehen und habe den Perlsteg hergestellt. Ich will zwei Seile miteinander verbinden und nutze den Kreuzknoten. Ich habe hier das lange Ende, das habe ich mir so hingelegt. Hier habe ich das kurze Ende. Jetzt gehe ich mit dem kurzen Ende hier rein, gehe mit dem Ende hier hinter und komme hier wieder zurück und ziehe das Ganze zusammen und habe problemlos die beiden Seile mit dem Kreuzknoten verbunden. Der Slipsteg. Ich habe hier das lange Ende, hier das kurze Ende. Ich lege das so rüber. So. Jetzt werde ich hier eine Schlaufe machen und die Schlaufe hier zurückführen. So. Und jetzt den Slipsteg zusammenziehen und habe einen schnellen, sicheren Knoten hergestellt. Der Zimmermannsknoten. Ich habe hier das lange Ende, lege ich an, jetzt gehe ich mit dem kurzen Ende hier rüber. Das sieht dann so aus. Jetzt gehe ich mit dem kurzen Ende hier rüber. Das sieht so aus und gehe mit dem kurzen Ende nochmal
hier durch, ob es mir gleich gelingt, so. Und jetzt kann ich den Zimmermannsknoten zusammenziehen und habe einen schnellen, sicheren Knoten hergestellt.